Mein heutiger Gast ist aus der hannoverschen Stadtgesellschaft einfach nicht mehr wegzudenken. Wenn er einlädt und ruft, dann kommen sie alle. Die Politiker, die Manager, die Künstler. Dabei war sein Thema lange Zeit sehr heikel und unbequem, allerdings auch sehr wichtig. Bei mir ist Bernd Weste, der Vorstandsvorsitzende der hannoverschen EZ-Hilfe. Hallo, Herr Weste. Hallo, Frau Berger. Vorstandsvorsitzende hannoversche EZ-Hilfe. Was macht diese EZ-Hilfe denn eigentlich? Können Sie uns das mal kurz erläutern? Ja, also Vorstandsvorsitzende assoziiert man natürlich jetzt irgendwelche Unternehmen. Wobei muss man natürlich sagen, dass die EZ-Hilfe zwar kein Unternehmen ist, sie ist natürlich im Laufe der letzten 30 Jahre unglaublich gewachsen. Unsere Beratungsräume befinden sich ja in der City, in der Langen Laube 14, das sage ich mal bei der Gelegenheit. Und was wir machen, ist natürlich eine zielgruppenspezifische Aufklärung für Menschen, die von HIV betroffen sind. Das ist einmal sozusagen die Begleitung der Menschen, aber auf der anderen Seite natürlich die Prävention, die Aufklärung im Vorort. Und da gibt es natürlich wir haben 8 hauptamtliche Mitarbeiter, unterschiedliche Aufgabengebiete, die sowohl die Prävention als auch die Betreuung abdecken. Sie feiern ja im nächsten Jahr 30-jähriges Bestehen, 2014. Ist AIDS denn überhaupt noch so ein wichtiges Thema, dass man so eine Beratungsstelle braucht? Ja, jetzt muss man sagen, leider. Aber das wird uns sicherlich auch noch Jahrzehnte weiter beschäftigen. Denn das Bild HIV und AIDS hat sich natürlich in den letzten 30 Jahren auch gewandelt. Wenn ich sage, dass wir da werden wir sicherlich noch drauf zu sprechen kommen, vor 25, 30 Jahren war es ein ganz anderes Bild als heute. Heute müssen wir aber feststellen, dass wir immer noch 3000 Neuinfektionen pro Jahr haben. Oh, was natürlich in der Bundesrepublik. Ja, das bedeutet natürlich immer, dass hier noch ein sehr großer Informationsbedarf auch besteht. Und die EZ-Hilfe hat nach wie vor eben diese wichtige Aufgabe, natürlich auch in Schulen, vor Ort, wo auch immer, vernünftige Prävention zu leisten. Das ist eben ganz wichtig. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Menschen, die sich vor 25, 26 Jahren infiziert haben, jetzt zu begleiten in vielfältiger Hinsicht. Unsere Mitarbeiter sind ja Sozialarbeiter, sind Psychologen, sind, wenn Sie so wollen, auch im wahrsten Sinne des Wortes auch Renten- und Arbeitsberater. Sie haben ja jede Menge Informationsmaterial mitgebracht. Wo kriegen Sie das her? Machen Sie das so in Eigenarbeit? Nein, das wäre wohl nicht zu leisten, sondern es gibt ja die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, mit der wir im Übrigen auch sehr eng verbunden sind. Frau Professor Pott ist ja auch regelmäßig hier in Hannover. Die wiederum beliefern, wenn man es so nennen will, den Dachverband aller EZ-Hilfen. Das ist die deutsche EZ-Hilfe. Das heißt, die deutsche EZ-Hilfe wird von der BZGA eben auch finanziert und die BZGA beliefert alle 150 EZ-Hilfen, die es hier in Deutschland gibt, mit Informationsmaterialien, so wie wir sie hier heute einfach ausgestellt haben, zu unterschiedlichen Bereichen der Menschen, die auch zu hauptbetroffenen Gruppen gehören, aber auch insbesondere auch Informationsbroschüren, auch für Schulen und Ähnliches. Ja. Herr Weste, Sie sagten ja eben, Sie haben Ihr Beratungszentrum in der Langen Laube. Was ist denn die hauptsächliche, ich glaube, man sagt Klientengruppe, die zu Ihnen kommt? Kann man das irgendwie in Gruppen einteilen, wo heute die größten Risikogruppen sind? Also ich würde immer von hauptbetroffenen Gruppen denn eben auch sprechen, also Menschen, die ein Risiko eben haben. Und nach wie vor ist es eben so, dass wir 75% unserer Klienten sind Männer, die mit Männern Sex haben, das heißt also Homosexuelle. Wir haben ca. 20% Heterosexuelle, das betrifft aber auch Migranten und ca. 7% IV-Drogengebraucher. Das sind unsere Klienten, die auch in unterschiedlichsten Gruppen bei uns betreut und beraten werden. Ehe wir drüber weiterreden, wollen wir noch ein bisschen erstmal über Sie reden. Denn das ist ja schon mal interessant, mehr über Sie zu erfahren. Wir haben ja so ein kleines Spiel in der Sendung. Sätze zu ergänzen. Mein Lebensmotto lautet... Also was ich mir einmal in den Kopf gesetzt habe, das setze ich auch um. Mein größtes Vorbild ist? Sind meine Eltern, die mich adoptiert haben und die später auch meine sexuelle Orientierung akzeptiert haben. Wir werden dann noch drüber zu sprechen kommen, das ist eine sehr bewegende Geschichte. Von meinen Mitmenschen erwarte ich? Toleranz und Solidarität mit den Schwachen unserer Gesellschaft. Meine größte Enttäuschung war es? Also
Ich denke, alle Enttäuschungen, denen ich bisher begegnet bin, habe ich insofern ignoriert, indem ich immer nach vorn geschaut habe. Es bringt mich auf die Palme, wenn Menschen zu schnell Vorurteile über andere Menschen bilden und sich nicht ein etwas genaueres Meinungsbild darüber machen. Meine freudigste Überraschung war es? Es gibt unglaublich viele Überraschungen. Eine der Überraschungen, die ich immer wieder erlebe, sind Menschen, die mir ihr offenes Ohr geben, wenn es um das Anliegen der Hannoverschen Aidshilfe geht. Meine teuerste Anschaffung war? Das ist natürlich jetzt sehr... Das ist relativ, was ist teuer, was ist billig. Ich will es mal so sagen, meine Eltern hatten mir irgendwann in den 70er Jahren ein Auto in Aussicht gestellt. Und als ich den Wunsch geäußert habe, dass ich einen Mini Cooper gerne haben möchte, haben das meine Eltern verneint, weil das ein zu kleines und zu unsicheres Auto sei. Oh. Und ich habe dann meine gesamten Ersparnisse und meine Großmutter hat mir noch ein bisschen geholfen. Und ich habe das Auto eigenhändig gekauft von meinem Geld. Das habe ich auch nie bereut, aber danach war ich pleite. Passt zu Ihrer ersten Antwort, dass Sie immer das machen, was Sie sich in den Kopf gesetzt haben. Ja. Ich träume manchmal davon. Ich träume nicht. Sie träumen nicht. Sie leben im Hier. Ich lebe in der Gegenwart und ich habe immer den Blick nach vorn. Ja. Aber trotzdem mal so einen Blick nach rückwärts gewandt. Sie haben ja, stehen ja dazu, dass Sie homosexuell sind. Ja. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, was gewesen wäre, wenn Sie so vor 70, 80 Jahren geboren worden wären, ja, wie Ihr Leben dann verlaufen wäre? Natürlich mit Sicherheit ganz anders, als es jetzt so verlaufen ist. Denn wir alle wissen natürlich, was im Dritten Reich Homosexualität zum Beispiel auch bedeutet hätte. Verfolgung und Vernichtung. Die Menschen waren gezwungen, sich zu verstecken und schon gar nicht irgendwo offen zu leben. Das muss man einfach heute berücksichtigen. Also ich denke, ich könnte es mir für mich überhaupt nicht vorstellen, auch psychisch hätte ich das, glaube ich, gar nicht durchgehalten, diese ständige Versteckspielen. Also insofern kann ich mir gut vorstellen, was passiert wäre und wie mein Leben auch völlig anders verlaufen wäre. Ich bin glücklich und dankbar, in dieser Zeit geboren worden zu sein, wo es sicherlich auch noch Probleme gab, aber nicht mit dieser großen Angst. Sie sind Angst. In einer Zeit geboren worden, das ist auch noch gar nicht lange her. Da hat man auch dieses Thema noch als Tabuthema gesehen. Wie war das denn bei Ihnen als junger Mensch? Wann haben Sie zum ersten Mal gespürt, eigentlich die Mädchen interessieren mich nicht so? Wie war das bei Ihnen, als Sie sich Ihrer Veranlagung bewusst wurden? Das kann ich Ihnen ziemlich genau beantworten. Da war ich 17 und ich war plötzlich, ich bin 1950 geboren, also 1967 im Gymnasium gab es einen Mitschüler, wo ich plötzlich glaubte, ich mich in den verliebt zu haben. Aber ich war nicht aufgeklärt. Ich bin in einem Dorf groß geworden nach meiner Adoption und hatte natürlich über Sexualität überhaupt keine Idee oder keinerlei Erfahrung und war plötzlich in diesen Jungen offenbar verliebt, der sich immer mit Mädchen abgegeben hatte. Und dann geschah das eben, dass wir zu Hause durch unseren Bauernhof auch immer Eier verkauft haben und ein sehr guter Freund unserer Familie oder meines Vaters, ein niedergelassener Arzt, der brachte halt immer Illustrierte mit. Und für meine Mutter aus der Praxis. Und da gab es, vielleicht werden Sie sich noch daran erinnern, die hieß Quick. Die Quick kenne ich noch sehr gut. Und diese Quick, und plötzlich lag die da auf dem Schreibtisch meines Vaters. Und da las ich eine Schlagzeile, wenn Männer Männer lieben. Und ich war wie hypnotisiert und habe mir das also etwas näher angesehen. Und hatte Herzklopfen kostenlos und stellte plötzlich fest, mein Gott, das bin ich, was da so drin steht. Das sind ja deine Fantasien. Und dann las ich auch, dass es immer eine Fortsetzungsgeschichte gab. Sie werden sich vielleicht erinnern, dass in dieser Zeit und Paragraph 175 wurde im September 1969 erst abgeschafft. Das heißt, wir bewegten uns noch in einer Zeit, wo Homosexualität noch unter Strafe stand. Das bedeutete, ich hatte einerlei die Erkenntnis, offenbar wirklich zu diesen Menschen zu gehören, die dort in dieser Illustrierten beschrieben wurden. Auf der anderen Seite, wie soll ich das jemals meinen Eltern eigentlich beibringen, dass sie ein Kind adoptiert haben, der offenbar auch noch
genau diese Veranlagung in sich trägt. Das war eine sehr schwere Zeit. Ja, wie haben Sie das dann also Ihren Eltern beigebracht, wenn ich das mal so flapsig fragen darf? Ich hatte eben dieses große Glück, dass ich habe Onkel Rudi zu ihm gesagt, Onkel Rudi, diese Zeitung, mit der nun niedergelassener Arzt war. Und als ich zu ihm hinging, das war dann ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr später, und habe ihm gesagt, Onkel Rudi, ich glaube, ich bin so wieder in der Quick. Dann sagte er, Junge, das habe ich mir schon seit langem gedacht. Mhm. Willst du denn das Papa und Mama erzählen? Und das war mein größter Wunsch, weil ich in dieser Lüge, und das meinte ich vorhin auch bezogen auf Ihre Frage, glaube ich, sehr schwer hätte umgehen können, dieses Versteckspielen. Das war und wäre nie mein Ding gewesen. Und das war natürlich dann mit Hilfe meines Onkels auch eine sehr schwere Zeit, denn wir mussten meinen Eltern, meinen Adoptiveltern nun beibringen, dass sie nun einen Sohn adoptiert haben, der offenbar sich eine andere Lebensform ausgedacht hat. Und das war natürlich sehr schwer, denn für meine Eltern brach insofern auch ein Traum zusammen. Ich bin adoptiert worden, damit ich Landwirt mal werde, damit eines Tages Enkelkinder vielleicht auf dem Hof rennen. Und nun kam eben diese Erkenntnis, es wird weder für die Landwirtschaft noch werde ich sicherlich in diesem Dorf leben können. Aber wir haben das gemeinsam, glaube ich, gut geschafft. Sie sind ja verheiratet. Seit 21 Jahren ist Frank an Ihrer Seite, so lange sind Sie noch nicht verheiratet. Aber wie war das denn? Haben Ihre Eltern es denn geschafft, Ihren Lebenspartner zu akzeptieren? Also jetzt auch meine Mutter, die damals schon schwer krank war, natürlich auch. Denn es waren ja viele Jahre, bevor ich Frank kennengelernt hatte, vergangen, wo meine Eltern also auch meinen Lebensweg ein Stück begleitet haben und haben irgendwann festgestellt, dass ich nicht ausgegrenzt, dass ich nicht diskriminiert werde und konnten später nachher, glaube ich, sehr gut damit umgehen. Aber Frank haben sich nachher, und mein Vater insbesondere, der ja nun erst im letzten Jahr verstorben war, hat also Frank wie seinen zweiten Sohn geliebt. Was lieben Sie denn an Ihrem Frank? Ich denke, dass er fast das Gegenteil von dem ist, was ich bin. Also ich bin jemand, der bewusst die Öffentlichkeit sucht, um das Anliegen der Hannoverschen EZ-Helfer auch da, wo es nur geht. Und Sie kennen mich selber auch aus einer Zeit, als Sie auch noch in anderer verantwortlicher Position tätig gewesen sind. Vor mir ist niemand sicher und ich liebe es, auf Menschen zuzugehen. Frank steht immer gerne einen Schritt zurück, aber er hat gelernt, auch mit mir gemeinsam auch ein Stück den Weg gemeinsam zu gehen, das heißt in der Öffentlichkeit. Aber ich liebe seine Bescheidenheit und seine Zurückhaltung und seine nicht nur unglaubliche Treue, sondern auch seine Zuverlässigkeit. Es ist das größte Glück, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Das ist schön, wenn man das sagen kann. Nun wird die Homo-Ehe ja zurzeit wieder sehr heftig diskutiert, wegen der steuerlichen Gleichstellung der Lebenspartner. Wie ist denn Ihre Haltung? Ist da wirklich jetzt noch Bedarf, dass die letzten gesetzlichen Hürden jetzt endlich aus dem Weg geräumt werden? Ich denke, das ist eine Frage der Zeit. Sie sprechen ja jetzt hier auch das Ehegattensplitting an, was ja letztendlich für gleichgeschlechtliche Paare noch nicht gibt. Und was ich ganz wichtig finde, auch die Frage der Adoption. Hier, denke ich, sind sicherlich noch steuerliche Nachteile, die aber, glaube ich, in der nächsten Legislaturperiode auch sicherlich zu einem Guten entschieden werden. Das Bundesverfassungsgericht, das haben Sie ja auch schon gelesen, hat ja ganz klar schon Signale in diese Richtung gesetzt, dass es eben einfach die Gleichstellung der Lebenspartnerschaften nicht irgendwo benachteiligt werden können. Ich persönlich würde das sehr begrüßen. Für Frank und für mich kommt eine Adoption nicht mehr in Frage, aber wir kennen viele Menschen, es gibt ungefähr ca. 23.000 Paare, von denen ich jetzt nicht weiß, wie viele da auch den Wunsch haben, auch ein Kind zu adoptieren. Ja. Aber es gibt eben Beispiele an Familien, die das bereits eben praktizieren. Und warum soll nicht ein homosexuell oder ein gleichgeschlechtlich lebendes Paar nicht die gleichen Fähigkeiten besitzen wie andere auch? Aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Und das Verfassungsgericht hat ja hier eindeutige Signale gesetzt. Und warten wir mal ab, was die nächste Bundesregierung wird. Da bin ich zuversichtlich, dass wir auch hier eine Lösung finden. Ich würde mit Ihnen gerne noch mal zurückblenden, Herr Weste. 30 Jahre AIDS-Hilfe 1984. Wie war damals die Situation konkret für AIDS-Kranke, Infizierte? Das war ja damals wie eine große
Paniksituation. Wie haben Sie diese Zeit in Erinnerung? Also ich denke, liebe Frau Berger, Sie und ich, wir beide gehören einer Generation an, die das ja hautnah miterlebt haben. Mhm. In den 1983 gab es eine Geschichte im Spiegel, die unbekannte Seuche. Das war ja ein großer Artikel. Ich kann das auch mal so genau. Das war eben etwas ganz Wichtiges. Da wurde auf eine Erkrankung im homosexuellen Milieu in den Vereinigten Staaten eben hingewiesen, dass auch zwischenzeitlich Europa und auch Deutschland hier die ersten Krankheitsfälle aufzuzeigen hat, nämlich dass es Menschen eben gibt, die an Lymphknoten Fieberschübe haben, ein Kaposi-Sarkom, das ist eine Hauterkrankung, die auch im Gesicht sich sehr bemerkbar macht. Und plötzlich war es auch hier in Hannover ein großes Thema. Ein Schwulen- und Lesbenzentrum hat sich getroffen, um letztendlich das zu interpretieren. Und der Gründer der AIDS-Hilfe, der Dr. Werner Nölle, war eben Arzt, der gerade in den Staaten gewesen ist und brachte eben diese Neuigkeiten auch mit rüber und hat dann die Idee gehabt, diese AIDS-Hilfe zu gründen. Bei der Gründung bin ich nicht dabei gewesen, aber ich habe natürlich täglich auch die Medien verfolgt. Rita Süssmuth war damals, wie Sie sich erinnern, noch Bundesgesundheitsministerin, ja, und hat natürlich nicht den Kampf gegen die Betroffene, sondern gegen die Erkrankung geführt und hat ein wunderbares, finde ich, auch Netzwerk mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aufgebaut. AIDS-Hilfen haben sich überall gegründet, denn wir hatten ein politisches Klima, das können sich heute junge Menschen gar nicht mehr vorstellen. AIDS-Hilfen hatten letztendlich die zielgruppenspezifische Aufklärung im Vordergrund, aber gleichzeitig natürlich auch gegen Personen wie Herrn Gauweiler, der damals natürlich in der bayerischen Landesregierung viel zu sagen hatte und die Idee hatte, dass Menschen, die HIV-positiv sind, alle sollen sich testen. Es war ja die Diskussion der Änderung des Bundesseuchengesetzes. Es war die Frage der Zwangstestung. Jeder Mensch in der Bundesrepublik, der im geschlechtsreifen Alter war, sollte eigentlich getestet werden. Und die HIV-positiv sind, die kriegen ihren Stempel auf dem Penis oder wo auch immer und sind als solche zu identifizieren. Ein Herr Koch, ein Experte aus Schweden, hatte sogar die Idee, die Menschen auf eine Insel irgendwo alle zu verlegen, damit sie letztendlich einen Schutz für die allgemeine Bevölkerung sind. Also das waren politische Situationen. Und wenn Sie erlauben, würde ich Ihnen mal auch, was hier Hannover und unseren Landtag betrifft, das Schreiben liegt uns auch im Innal vor, wenn ich das mal zitieren darf, um nur das politische Klima mal deutlich zu machen. Da hieß es ein Schreiben an den Rechtsausschuss des Niedersächsischen Landtages. Da steht, betrifft Massenunterkunft für Infektionskranke, Klammer auf, AIDS. Im Zuge der Isolierung AIDS-kranker Personen, die auf uns zukommt, wird es ihnen kurzfristig an geeigneten Gebäuden mit entsprechendem Umland fehlen. Wir, also die Maklerfirma, sind in der Lage, im Landkreis Hannover ein geeignetes Gebäude mit verschiedenen Wohnblöcken in massiver Bauweise mit einem Großküchengebäude und Essenssaal nachzuweisen. Das Anwesen ist gut übersichtlich und die Anlage von Sicherheitsvorkehrungen würde kein Problem auf den Plan rufen. Kapazität ca. 1000 Personen. Sollten Sie an diesem Projekt interessiert sein? Das war, wenn Sie wollen, nur mal ein Beispiel. Ein AIDS-Ghetto sozusagen, was dort vorgeschlagen wurde. Was seinerzeit wirklich ernsthaft diskutiert wurde. Viele Menschen gingen nicht mehr zu ihrem Friseur, wenn sie wussten, dass der homosexuell war, weil sie sagten, der könnte mir eventuell beim Haare schneiden, mich verletzen und dann infiziert er mich. Also wir hatten wirklich Brennpunkte der Aufklärung, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann. In diesem Klima haben wir es aber geschafft, hier in Hannover, sehr früh nach Gründung der AIDS-Hilfe mit vielen, und da muss man auch mal besonders hier, unsere Landespolitiker damals war Ernst Albrecht, unser Ministerpräsident, Herr Remmers war Justizminister, wir hatten Herbert Schmalstieg als Oberbürgermeister und Herbert Schmalstieg und später auch Heidi Merk haben ganz maßgeblich dazu beigetragen, damit wir auch politisch hier also wirklich unsere Interessen auch in einer großen und breiten Öffentlichkeit mit Unterstützung der Stadt Hannover und auch natürlich der Landesregierung, die uns sehr früh auch mit Geldern unterstützt hatten, damit wir auch Flyer und so etwas einfach hier bei. Sie sind ja 1987 Vorstandsvorsitzender geworden. Es war 1989. 1989, genau. Entschuldigung. Es war ja sicher sehr hilfreich, dass Sie ganz abgewogen und neutral und realistisch auch die homosexuelle Szene
beobachten und beurteilen konnten. Was hat sich denn jetzt geändert, wenn Sie jetzt so einen Status quo machen würden? Wo stehen wir denn heute? Wie gefährdet oder wie gefährlich ist die Seuche heute noch? Beziehungsweise wie steht es um die Akzeptanz? Also wir sind hier in Hannover und ich muss sagen, AIDS, auch das Thema AIDS ist hier in der Mitte unserer Gesellschaft wirklich angekommen. Das muss man etwa ganz deutlich hervorheben. Wir sprechen glücklicherweise nicht mehr von 500.000 vermuteten Infizierten, sondern im gesamten Bundesgebiet von 80.000. Hier in Niedersachsen haben wir ca. 4.800 Infizierte. Und davon sind, weiß ich jetzt nicht prozentual, so und so viele Männer, denke ich. Aber ich glaube, dass wir es hier ganz gut geschafft haben, aufgrund sehr gezielter mit allen Verantwortlichen, da gilt die Region, das Gesundheitsamt genauso wie andere Einrichtungen, dass wir eine sehr gute Aufklärung gemacht haben. Dennoch ist es nach wie vor ein wichtiges Thema, denn ich sagte Ihnen vorhin, wir haben 3.000 Neuinfizierte pro Jahr. AIDS hat ein völlig anderes Bild genommen. Heute werden trotzdem immer noch viele Menschen diskriminiert, auch am Arbeitsplatz. Auch das ist etwas wichtig. Das heißt, das Aufgabenfeld der hannoverschen AIDS-Hilfe hat sich einfach verändert. Das Thema verschwindet in den Medien. Ich mache bestimmte Veranstaltungen hier im Jahr, jedes Jahr erneut, wo wir dann natürlich immer wieder eine gute Möglichkeit haben, auch wieder auf dieses Thema außer am Welt-AIDS-Tag, der am 1.12. ist, hinzuweisen. Ja. Wir kommen gleich auf Ihre wunderbaren Veranstaltungen. Wir haben ja auch schon das eine oder andere Foto dazu gesehen. Aber ich würde noch mal eins wissen. Früher war AIDS oder der Ausbruch der Krankheit das sichere Todesurteil. Wie sind die medizinischen Fortschritte denn heute? Das ist eine ganz wichtige Frage. Das sage ich deshalb, weil wir nach jedem, ob internationaler oder nationaler AIDS-Kongress oder europäischer AIDS-Kongress, immer die Medien voller Freude sagen, AIDS ist besiegt. Das kann man nicht sagen. AIDS ist nach wie vor nicht heilbar, aber ist unglaublich gut behandelbar. Vor 30 Jahren hatten Patienten oder vor 25, 26 Jahren eine Lebenserwartung von 2 bis 3 Jahren maximal. Heute sprechen wir von einer statistischen Lebenserwartung zwischen 27 und 30 Jahren, weil es unglaublich gute Behandlungsmöglichkeiten gibt. Es gibt Therapien. Je eher ein, sagen wir mal, in Anführungsstrichen frisch Infizierter von seiner Infektion weiß, umso eher kann auch eine vernünftige medikamentöse Therapie beginnen, die dann natürlich immer auf die Frage der Verträglichkeit ist noch etwas anderes. Aber man kann heute gut behandelt werden. Es sind auch, glaube ich, ganz gut verträgliche Medikamente, die man einnimmt. Dennoch bleibt es eben auch eine tödliche Erkrankung. Das darf man dabei nicht aus den Augen verlieren. Und deswegen sind natürlich auch nach wie vor die Aufklärungsmaßnahmen so wichtig. Nur es gibt auch in nächster Zeit sicherlich keinen Impfstoff, obwohl die Wissenschaftler da immer sehr optimistisch sind und sagen, wir sind ganz massiv dabei. Gut behandelbar, aber kein Impfstoff in Sicht. Und die AIDS-Hilfen werden sicherlich auch in den nächsten Jahren noch benötigt, weil sich das Bild, wie ich es gerade beschrieben habe, verändert und hat. Und die AIDS-Hilfen benötigen natürlich auch Menschen, die so engagiert wie Sie streiten, damit die Krankheit nicht vergessen wird, damit gegen die Krankheit gekämpft wird. Ihre AIDS-Galas sind ja geradezu legendär. Wir haben ein paar Fotos, die wir jetzt so durchlaufen lassen, mit Judy Winter, mit Lilo Wanders, mit Musti. Wie schaffen Sie das, Herr Weste, dass einfach immer die Creme de la Creme der Künstler da ist und sie unterstützt? Naja, das ist natürlich gewachsen und so etwas konnte man, das Thema AIDS war natürlich in den 80er Jahren ein Thema, was ständig in den Medien präsent war. Und wir haben, nicht nur ich, sondern wir haben sehr schnell erkannt, dass man die Medien auch als Partner für sich nutzen darf. Und ich darf ja mal auf Ihre frühe Arbeit zu sprechen kommen. Und Sie können ein Lied davon singen. Wenn irgendwas Wichtiges war, bin ich auch bei Ihnen gewesen. Weil wenn ich bin halt ein sehr umtriebiger Mensch, so versuche ich das mal zu beantworten. Ich war schon sehr früh in der Künstlerszene zu Hause. Und Judy Winter, die ja im Kuratorium der Berliner AIDS-Hilfe auch schon seit über 25 Jahren ist, die ich mal anlässlich einer Großveranstaltung persönlich kennengelernt habe, hat mir natürlich vor 25 Jahren 4 Türen geöffnet. Und das macht es dann leichter. Sie müssen ja ein Netzwerk. Ich würde schon meinen, dass ich Netzwerker bin. Ich habe mir ein Netzwerk in unterschiedlichen Bereichen halt auch aufgebaut. Und in der Künstlerszene war es immer besonders leicht, weil ich den Zugang schon hatte.
dann, wenn Sie einen Künstler erstmal haben, einen namhaften, dann lernen Sie über ihn andere kennen. Und das ist dann einfach ein Effekt. Und dann werden Sie irgendwann einfach weiterempfohlen. Sicherlich kommt auch, wenn man das Gesellschaftliche hier in Hannover anspricht, dass ich natürlich über meinen Lions Club natürlich auch nochmal ein zusätzliches Netzwerk habe. Und niemand, das betone ich ausdrücklich, ist vor mir sicher. Und die Leute kommen jetzt zwischenzeitlich schon freiwillig, weil sie wissen, wenn ich sie nicht auf meiner Gästeliste habe, rufe ich sie persönlich an. Also hat das sehr wenig Sinn. Es macht sehr viel Spaß und sehr viel Freude. Und dieses Engagement, was wir in Hannover, so möchte ich es wirklich mal bezeichnen, als vorbildlich bezeichnen müssen, das ist natürlich etwas, was man auch zurückbekommt. Und deswegen macht es eben auch sehr viel Spaß, sich für EZF zu engagieren. Ja, was ich so bemerkenswert finde, Sie schaffen ja sozusagen geradezu große Koalitionen. Also wir haben schöne Fotos, da ist der Ministerpräsident Wolf drauf. Dann gibt es David McAllister. Ich zweifle gar nicht daran, dass Herr Weil demnächst sicher auch kommt, aber Doris Schröder-Köpf war auch schon da. Also Sie haben sozusagen eine große Koalition hier in Hannover geschaffen. Ist das mit den Politikern jetzt auch relativ einfach oder ist das auch ganz schön viel Netzwerkarbeit, die Sie da also, so machen? Also es ist sicherlich sehr viel Netzwerkarbeit, aber die Politik hat ja nie die Augen verschlossen. Mhm. Man muss eigentlich sehr deutlich machen, das, was man einfach machen muss, man muss die Politik einfach in die Verantwortung, die sie auch zu tragen hat, mit einbinden. Und ich habe jede Gelegenheit genutzt, wo ich Politikern begegnet bin, auf die wichtige Arbeit der EZ-Hilfe einfach hinzuweisen und einfach auch mit tollen Veranstaltungen, sie gelocken, habe gesagt, sie müssen einfach ein Gesicht mitgeben. Ich brauche den Vertreter der Landesregierung oder ich musste Herbert Schmalstieg beispielsweise als früheren Oberbürgermeister, auch später Stefan Weil, nicht auf überzeugen, sondern ich musste sie nur bitten, einfach an bestimmten wichtigen Gala-Veranstaltungen oder Events teilzunehmen, weil das ein wichtiges Zeichen auch für unsere Gesellschaft, für die Öffentlichkeit war. Immer nach dem Motto, wenn der dahinter steht, dann kann das ja eigentlich gar nicht so schlecht sein. Und irgendwann hat es sich sozusagen als so, Selbstläufer entwickelt. Sie sind da eine Institution, das muss man sagen. Aber ich würde gerne noch mal wissen, was kann man eigentlich so als normaler Mensch tun? Oder was raten Sie? Prävention, haben Sie ja schon mal gesagt, ist ganz, ganz wichtig. Was raten Sie? Wie kann man sich schützen? Was kann man tun? Was halten Sie in diesem Zusammenhang zum Beispiel auch, dass in der katholischen Kirche Kondome ja eigentlich immer noch verpönt sind? Was kann geschehen, um, sagen wir mal, rein praktisch weiter gegen die AIDS solche zu kämpfen? Also wichtig ist, denke ich, dass dieses Meinungsbild in der Öffentlichkeit nach wie vor sofern korrigiert wird, dass man sich eben schützen kann. Dass man sich aber auch schützen muss. Das ist, denke ich, eine ganz wichtige Botschaft. Und dass wir jetzt, sagen Sie nochmal, Sie hatten eine andere Frage gestellt. Ich denke, die Haltung der katholischen Kirche, die recht schwierig ist, und die Menschen in Gewissenskonflikten. Genau, also das wäre mir auch nochmal wichtig, darum bin ich auch dankbar, wenn Sie das ansprechen. Wir haben ja nun mit unserem neuen Papst Franziskus, der natürlich auch viele gute Zeichen und Signale gesetzt hat, allerdings was die Lebensweisen von Homosexuellen betrifft, das sieht er als einen Angriff auf den Plan Gottes. So hat das ja auch der argentinischen Staatspräsidentin gegenüber geäußert. Und die Verteufelung der Kondome, die auch häufig von der katholischen Kirche immer noch angebracht wird. Das gilt natürlich gerade als besonderes Problem, wenn Sie in der Subsahara in Afrika, da ist das ein ganz wichtiges Mittel der Vermeidung von Infektionen. Ja, Sie verteilen aber Kondome, wie man wir verteilen die auch. Ich würde eben nur noch sagen, hier sind die besonders hervorzuheben, die Hilfsorganisationen auch der katholischen Kirchen in Afrika ganz besonders hervorzuheben. Und jetzt gehen wir nach Hannover zurück und das ist mir sehr wichtig. Hier in Hannover muss ich sagen, dass wir sowohl mit der katholischen Kirche, mit der St. Josef-Gemeinde, mit Pfarrer Ploch, mit Propst Henge, mit der Kirche, mit Herrn Meister, mit allen kirchlichen Verbänden, Lazarus Ligon, unglaublich gut und eng zusammenarbeiten. Und ich denke, alle Menschen, die von HIV und AIDS betroffen sind, in einer Glaubensgemeinschaft leben, hier egal welcher Glaubensrichtung sie angehören, sehr gut aufgehoben sind. Und das macht das immer deutlich, wenn ich Begegnung mit Kirchenvertretern habe. Auch selbst da muss ich sagen, hier für Hannover, ich würde es mir auch für andere Regionen wünschen, dass es auch ein genauso gutes Miteinander ist. Ich darf Ihnen da mal ein Kompliment machen. Das ist sicher auch ein Ergebnis Ihres pausenlosen Einsatzes für dieses Ziel. Sie haben viel erreicht. Darum
zum Schluss unserer Sendung mal eine Frage. Gibt es noch Wünsche, Visionen, Träume, die Sie umtreiben? Also mein größter Wunsch ist, dass wir vielleicht in den nächsten 2 Jahrzehnten EZ-Hilfe zwar immer noch haben, aber dass das Thema Diskriminierung und Ausgrenzung von Menschen, die davon betroffen sind, die sich immer noch nicht wagen, am Arbeitsplatz zu outen, weil sie Angst haben, von ihren Kollegen in diesem Moment wirklich ausgegrenzt zu werden, dass das normale Leben mit HIV und AIDS etwas ist, was für uns alle Alltag ist. Das würde ich mir wünschen. Ich drücke Ihnen die Daumen und ich weiß, Sie werden weiter für dieses Ziel kämpfen. Mit Sicherheit. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Weste. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, machen Sie es gut.